Abwehrformation ist wieder installiert. Weg. Und dann gibt es eine Schussgelegenheit für Klein und Kenins. Das war wohl dann die beste Möglichkeit der Zürcher. Scherwe kommt angebraust und schießt hier das 1:0. Was für eine Energie legt hier Tristan Scherwe an den Tag. In der vierten Minute schießt er den SCB in Führung. Und Pettersson, und er schießt hier den Ausgleich. 1:1. Frederik Pettersson schießt das erste Halbfinale der Zürcher in der achten Minute. Er übernimmt hier an der blauen Linie die Scheibe und lässt dann Cenoni keine Chance. Ein satter Schuss, ähnlich wie beim Tor der Berner. Und hier gibt es den Gegenstoß. Pettersson alleine gegen Cenoni und Tor. Das ist das 2:1 für die Zürcher. In der 13. Minute trifft Pettersson schon zum zweiten Mal heute Abend. In Tournee. Raymond. Untersander. Da ist das Tor, Ausgleich. Spielminute 39, gleich der SCB aus. Untersander mit dem Schuss und die Scheibe zappelt dann am Ende im Netz. Slot. Jetzt ein Ausbruch von drei Zürchen gegen einen Berner Verteidiger. Aber jawohl, die Scheibe geht ins Tor, Shorthand. In der 43. Minute ist Cenoni geschlagen. Ronald Kenins bringt die Zürcher wieder in Führung.